Willkommen zurück zu Elder Scrolls Online, dem Spiel in der Feiertags-Edition. Heute ist der 24.12. in der 8. Sitzung. Episode 49 des Deadlands DLC, Episode 1624 insgesamt. Es ist vormittags vom Weihnachts. Nein, es ist gar nicht Feiertag. Egal. Ich habe fest vor, Deadlands heute durchzuspielen. Vielleicht schaffe ich es, vielleicht nicht. Wir haben auf jeden Fall alle Nebenquests, von denen ich weiß, geschafft. Wir könnten jetzt maximal uns noch mit irgendwelchen täglichen Aufgaben aufhalten. Da bin ich mir aber nicht... schon wieder los. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich das tatsächlich habe. Ich habe einen Auftrag. An drei ausgewiesenen Orten in den Bruchgassen wurde etwas abgeliefert. Okay, das haben wir schon gemacht. Okay, das ist nicht neu. Und das hier noch. Ist die Gold. Diese faustbrennenden Dagonisten ließen Betäubte gefallen. Ah ja, okay, da haben wir den Manticore schon mal getötet. Okay, das erklärt die Frage. Also ich habe den Manticore definitiv schon mal besiegt. Das war auch letztes Mal schon klar. Juri! Dann gibt es nichts weiter zu tun, außer dass wir... Ich glaube, ich habe die Quest mittendrin aufgehört, oder? Ne, haben wir nicht. Okay, gut, dann müssen wir ja wahrscheinlich irgendwo wieder unseren besten Kumpel... Hesek finden? Hesek! Beziehungsweise eigentlich müssen wir sowieso ins Haus Caprice, insofern muss ich hier nicht allzu lange suchen, würde ich mal behaupten. Da fällt mir gerade ein, kleines Wort in eigener Sache, also halt Dings, Trivia, die total langweilig ist. Es ist nämlich so, ich habe neulich, wo ich durch die Gegend gefahren bin, ich habe meinen Stift verloren, mit dem ich über meine Notizen mache. Das muss ich dir neu kaufen. Jetzt habe ich zu Weihnachten tatsächlich ein Upgrade für den Ding gekriegt. Es ist total trivial, aber... Ich hab sonst keinen Nick, das großartig mitteilen kann, wenn sich kein Schwein für scheiß Stifte interessiert. Also, folgendes. Moment. Ich habe diesen wundertollen, prächtigen Stift. Das ist irgendwie so ein scheiß Lami. Und der hatte vorher so eine normale Spitze. Also die normale Spitze sah halt irgendwie so aus wie bei diesen hier. Ist alles wunderschön unscharf. Prächtig. Aber der neue Stift hat... Das ist die Weihnachtsedition quasi für mich, weil das Ding hat so eine komische Goldspitze, die man überhaupt nicht erkennen kann. Das ist großartig. Aber das ist total geil, so eine Goldspitze zu haben, weil das, die schreibt sich angeblich irgendwie smoother. Ja. Also, wenn die Kamera irgendwie scharf wäre, würde man das sogar erkennen. Ja, genau, da haben wir das gute Stück. Es ist eine verdammte Goldspitze. Ich finde, sie schreibt sich nicht gleich so viel Dingens, aber es, ist halt irgendwie, es sieht halt irgendwie ziemlich fancy aus. Naja, so viel dazu. Weiter im Text. Belassen wir es doch dabei, dass wir diesen Format zumindest keine Facecam benutzen. Obwohl, dass sich irgendjemand schon mal darüber beschwert hat, aber das ist, ich habe eh so irgendwann das so angefangen, weil das noch wie die klassischen Dinger ist, das machen damit auch nicht mal an. So, hier ist niemand. Warum eigentlich nicht? Was war denn eigentlich überhaupt meine nächste Quest? Verdammt. Todlicht. Achso, ich soll mehr über Todlicht erfahren. Ich weiß doch schon, wo es nach Todlicht geht, verdammt. Ich weiß, dass die Bedrohung... Ja, okay, aber ich habe doch schon mit Lyrant geredet, oder? Ich kann mit Lyrant gar nicht reden, doch ich kann mit Lyrant reden. Ach, jetzt! Die Geheimnisse, nach denen ich trachte, hütet Schwester Seldina. Sie hat nach wie vor die nötigen Mittel, um mehr Kataklysten zu erschaffen. Die Gefahr für Ferngrab und Nirn bleibt also bestehen. Wir müssen herausfinden, wo Todlicht und diese verborgene Festung liegen, von der die Klingenträger gehört hatten. Ja, ja, in der Tat, aber warum eigentlich hat sie... Sie hat das jetzt als erstes Argument vorgebracht, dass Ferngrab und Nirn immer noch in Gefahr sind. Ist ihr das nicht eigentlich egal? Weil sonst sagt sie diese Motivationssprechdinger immer ein zweites Ding. Oder kann das sein, dass sie einfach ein utilitaristisches Interesse daran hat, Ferngrab und Nirn zu erhalten, einfach weil es interessante Orte sind und sie sich sonst hart langweilen würde? Ja, hast du irgendwelche Ideen? Alles, was ich über Todlicht weiß, sind Gerüchte und Mutmaßungen. Es ist eine Ebene, die in uralten Zeiten einen großen Kataklysmus durchlebt hat. Ein Reich, das von der Zeit vergessen und verloren wurde. Ich hatte gehofft, Madame Caprice könnte mehr wissen, doch sie behauptet, der Ort wäre ein Mysterium. Ein Mysterium. Das für die Daedra. Naja gut, vielleicht will sie doch einfach nicht verkaufen. Na gut, Aurynkios hat ja Leute losgeschickt, nicht wahr? Interessant. Die Speer des Klingenträger-Clans sind durchaus fähig. Vielleicht können sie eine Spur aufnehmen, wo wir bisher nichts gefunden haben. Sehr gut. Sucht Rönkyos und fragt nach, was er erfahren hat. In der Zwischenzeit stelle ich meine eigenen Nachforschungen an. Ich weiß schon, wo wir hin müssen. Wir müssen ungefähr in Richtung des Brandmal-Refaktoriums und davor ist irgendwo ein Portal. Ich habe das schon gesehen. Ich bin da sehr erfolgreich gewesen. Na gut, ich rede mal mit Rönkyos über die ganze Geschichte. Ich bat Rönkyos, uns hier in Ferngrab zu treffen. Ihr solltet ihn auf dem Platz der Portale finden. Fragt, ob seine Speer etwas Nützliches in Erfahrung gebracht haben. Oder ob er eure Unterstützung braucht. In der Zwischenzeit habe ich mich um meine eigenen Nachforschungen zu kümmern. Das hat sie jetzt mittlerweile dreimal gesagt, nicht wahr? Naja, gut. Schön.
Kannst du mir noch was erzählen von dem, was sie erfahren hat? Wahrscheinlich ja nicht, weil so, müssen wir ja nicht wissen. Viel von dem, was ich studiere, übersteigt das Vorstellungsvermögen von Sterblichen. Aha. Doch ich schätze, ihr habt euch einen Einblick in mein großes Ziel verdient. Ich habe vor, den verdrehten Stab zu untersuchen, den ihr mir gegeben habt. Ich möchte auch die Anachoretin bezüglich der Ereignisse an der Feste Kummer befragen. Das ist ja klasse. Naja, das ist also ihr großer Plan, das Artefakt durch zu untersuchen, was wir untersuchen. Vor allem ihr großer Plan, den wir nicht verstehen können. Sie erzählt uns das total trivialer Bullshit. Vor allem sind Dedra nicht wirklich schlauer, oder? Also bis jetzt ist es halt, also es gibt bestimmt tonnenweise Geschichten, die so Parallelen sind zu so klassischen Geschichten, die man auch in, sagen wir, unserer Welt kennt, dass halt irgendwelche schlauen Spielmänner oder so den Tod, in diesem Fall wahrscheinlich Dedra, reingelegt haben. Aber im Großen und Ganzen besonders klug kommen uns die Burschen jetzt aber auch nicht vor, ne? Na gut, die schienen sich ziemlich zerschritten zu haben. Ja, das erscheint mir auch sehr unlogisch. Ich hoffe, sie hat jetzt eine gute Erklärung. Habt ihr das nicht kommen sehen? Ich bin überrascht, dass sie so lange verbündet geblieben sind. Weil Kynos Nokvros hat es offensichtlich gehasst, eine Sterbliche unterstützen zu müssen. Wohingegen Schwester Seldina es verabscheute, unter dätrischer Aufsicht zu stehen. Ja, aber wenn du Dätra-Anbieter bist, dann passiert das also nun mal. Ach, ich werde angerufen. So, heißt das eigentlich, diese Rivalität, dass wir uns um Nokvros überhaupt keine Sorgen mehr machen müssen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, dass wir jetzt zwei Konkurrenten haben, die parallel zueinander agieren, was auch viel besser ist. Sicher nicht. Nokvros arbeitete daran, herauszufinden, wie er einen eigenen Kataklysten erschaffen kann. Ihr erinnert euch? Doch wir sollten zuschlagen, solange die erwachende Flamme noch durcheinander ist. Sucht ihre versteckte Feste, erfahrt, was nötig ist und tut dann, was zu tun ist. Du so needful oder was? Das bringt mich ja dolle weiter. Na gut, das ist der verdrehte Stab. Jedes Werkzeug findet seinen Zweck in den richtigen Händen. Ich spüre schlummernde Magie in dem Stab. Und etwas von dieser Energie erinnert mich an eure Dätratte. Na gut, Arux meint, der Stab ist total wichtig. Ach, das tut er? Interessant. Wir haben schon gesehen, dass die Sinne der Dätratte äußerst fein sind. Vielleicht steckt mehr in dem Stab, als ich anfänglich vermutet hatte. Ich werde ihn untersuchen und versuchen, etwas herauszufinden. Ja, was soll mal dieses Versuchen sein? Na gut, und was hat die Anachorete mit all dem zu tun? Na gut, außer dass sie auf einmal so ganz tolle Sachen konnte. Sowohl Rynkios als auch die Anachoretin haben berichtet, wie sie die Macht des Kataklysten störte, was euch die Gelegenheit verschaffte, die Verkörperung zu besiegen und die Maschine zu vernichten. Sie behauptet nicht zu wissen, wie sie das bewerkstelligt hat. Vielleicht kann ich ihr helfen, es zu verstehen. Aber das ist hoffentlich schmerzlos. Ich will nur ihre Geschichte hören, ihr Fragen stellen. Sie hat angedeutet, dass die Maske ihr ein gewisses Unwohlsein bereitet, wenn sie versucht, auf ihre vergessenen Erinnerungen zuzugreifen. Doch ich persönlich werde ihr kein Leid zufügen. Vertraut ihr mir nicht, Sterbliche? Naja, du bist immer noch ein Dedra. Wie soll ich dir trauen, verdammt? Okay, hat die Anachorete noch was zu sagen, bevor wir hier loshoppeln? Ach, doch nicht. Entschuldigt, ich habe nur nachgedacht. Seit unserer Rückkehr aus der Feste Kummer habe ich merkwürdige Visionen. Noch mehr vergessene Erinnerungen, die an die Oberfläche aufsteigen. Wenigstens hoffe ich, dass es das war. Manche Sterbliche, die zu lange in Ferngrab verweilen, verlieren den Verstand. Ja, aber das ist ja bei dir doch ein bisschen anders. Wir haben schon gesehen, wie das aussieht. Bei dir sieht das nicht so aus. Willst du darüber sprechen? Schon zweimal hat nun etwas die Rückkehr einer Erinnerung ausgelöst. Das erste Mal, als der Sammler meine Maske untersuchte. Und dann, als ich den Kataklysten störte. Doch ich sehe nur Fragmente. Nichts Klares oder Genaues. Witzigerweise denke ich, dass das Amulett etwas damit zu tun hatte. Dass das Amulett gegen agiert? Das Ding ist ja halt, die Erinnerungen sind ja offensichtlich nicht weg, sondern werden nur unterdrückt. Dass die Maske hat ein ziemlich aktives Element, ne? Tja, das war das Amulett, aber leider wissen wir immer noch nicht, was das überhaupt macht. Das könnte genauso gut einfach nur ein Schmuckgegenstand sein. Ja, was auch immer ich mit dem Kataklysten angestellt habe. Und ich war es, da bin ich mir sicher, selbst wenn ich es nicht verstehe. Hat auch das Amulett aufgeladen. So wie Luminit, wenn man es auf eine Dynamusquelle legt. Nur, dass diese Energie meine Erinnerung hervorruft. Jetzt fängt die auch schon mit Luminiten an, ich raste aus. Na gut, da erinnert sich überhaupt an irgendwas. Wie ich schon sagte,
Bruchstücke von Klarheit in einem Nebel vergessener Momente. Ich spüre Einsamkeit. Ich sehe einen dunklen, geschlossenen Ort. Ein Aufblitzen von blendendem Licht. Nichts allzu Nützliches oder Bestimmtes, fürchte ich. Vielleicht kann Lyrant mir helfen, den Sinn daran zu erkennen. Ein dunkler, geschlossener Ort, ein Aufblitzen von blendendem Licht. So ist, wie wenn man einen Kluftkataklysten auf einen Daedra auslöst. Vielleicht genau so? Naja, Judy. Dann laufen wir zu Rynkios, unserem besten Kumpel. Hat Madame Caprice eigentlich noch welche Neuigkeiten? Irgendetwas hat Lyrant wirklich aufgebracht. Was ist auf dem Gipfel des Annihilarchen geschehen, Schätzchen? Ihr könnt es Madame Caprice erzählen. Hat es etwas mit Todlicht zu tun? Sie wirkte sehr interessiert an dieser alten Legende. Na gut, nehmt wohl. Diese Legende um Todlicht. Weil die Legende um Todlicht, wo wir jetzt schon wissen, dass wir da auf jeden Fall hinkommen. Ah, schön. So, Rynkios. Das steht ja direkt neben dem. Ah, nee, Platz der Portale ist es ja auch. Ich das nicht mag durch Tod. Wenn die Stadt halt irgendwie besser aufgewertet wird und dieser Platz der Portale halt wirklich so ein riesengroßer Platz wäre, wäre es halt irgendwie schöner, ne? Weil jetzt, so wie sich die Dinge jetzt darstellen, ist es halt irgendwie alle doch recht. Ich nicht, Platz. Rynkios, wir haben sie gefunden. Todlich? Macht Meldung, was habt ihr entdeckt? Ja, das sieht doch auf. Die sterblichen Dagonisten haben mit Valkynas Nogvros gebrochen. Sie haben sich in eine verborgene Festung in Todlicht zurückgezogen. Wie haben die denn. Ich denke, Todlicht ist eine Legende. Aber, ja, wir wissen auf jeden Fall, dass sie in Todlicht sind. Easy. Der Kühnvogt hat uns befohlen, den Sterblichen der erwachenden Flamme nachzusetzen. Durch eure Mühen sind wir ihnen auf den Fersen. Eindrucksvoll, Sterbliche. Sprecht mit Rynkios. Er hat Befehle für euch, ebenso wie ich meine habe. Na, wie gut, dass ich mich nicht den Befehlen eines Daedras hingebe, oder? Klingenträger Gimli und Kühnwal? Das sind wieder. Was ist denn ein Gimli jetzt wieder? Das ist wahrscheinlich die Bogenschützenvariante. Der Leibwächter, das ist der mag mich wahrscheinlich immer noch nicht, oder? Sprecht mit Kühnvogt Rynkios, Sterbliche. Er hat eine Aufgabe für euch, die dabei helfen wird, der erwachenden Flamme ein Ende zu machen. Ach, sie ist der Treue der drin. Na gut. Hallo, Rynkios, grüß dich, altes Haus. Wo ist Lyrant, Sterbliche? Wie ihr schon gehört habt, haben die Klingenträger-Schwester Seldina und ihre Kultisten gefunden. Es gibt keinen drinnen mehr für die erwachende Flamme. Ja, sicherlich. Aber Lyrant macht wie immer ihr eigenes Ding und ist deswegen gerade leider nicht verfügbar. Also, die Bastion, ihr habt Todlicht gefunden. Nicht Todlicht finden wäre nicht interessant, sondern Zugang nach Todlicht, das irgendwo rumsteht, nehmen wir es einfach als gegeben an. Ich habe einen Kultisten gezwungen, mir von Todlicht zu erzählen. Es ist ein zerbrochenes Reich, anscheinend vor Äonen von Merunes Dagon verwüstet. Er gab es dem Kult und er baute dort eine Festung. Ein kluges Versteck. Doch das Portal in das Reich braucht einen besonderen Schlüssel. Ich warte übrigens immer noch darauf, dass wir irgendwann in Elder Scrolls Online, das heißt, wir brauchen dit und dit. Und dann machen wir die Mission so zur Hälfte. Und dann kommt irgendein Charakter an und stellt sich hin und sagt, ja, das ist eigentlich viel zu schwer. Das können wir also wirklich, dass es nicht heißt, dass es keinen anderen Weg gibt, sondern wirklich heißt mit, ja, das ist eigentlich totaler Quatsch. Oder irgendwie, keine Ahnung, hier kommt Vanus Galerion, kommt von der Seite an und sagt, ja, was machen wir denn hier überhaupt? Das ist totaler Mist. Warum jagen wir den jetzt hinterher? Da müssen wir sonst wohin. Jungs, wir machen das nicht. Mephalas Reich stinkt, wir gehen da nicht hin. Wir forcen das. Pass auf, ich bin der mächtigste Magier auf Nirn. Bams, Portal auf, wir gehen da direkt hin. Weißt du, sowas fehlt mir halt noch. So wirklich so ein Powerplay, das halt einen Charakter zeigen kann, wie mächtig er wirklich ist. Oder dass es halt irgendwie so rauskommt, dass wir halt gar kein komisches Artefakt brauchen, weil wir prinzipiell diese Voraussetzung, dass man irgendein tolles Artefakt braucht, um nach irgendwo hinzukommen, eigentlich für Leute gemacht wurde, die wesentlich weniger mächtig sind als unser Charakter in dem Fall. Und dass wir das einfach eiskalt überspringen können. Also sowas halt. Also das, was halt Macht zeigt, dass du dich gar nicht den Regeln hingeben musst, die die Welt irgendwie für dich hat oder zumindest die Bedingungen, sondern dass du einfach sagen kannst, ja, ignorieren wir jetzt, wir machen was anderes. Na gut, wo ist denn der Portal? Das müssen wir noch ermitteln. Doch ich habe einen Plan. Ihr müsst einer Gruppe von Kultisten folgen, das Portal aufspüren und ihren Schlüssel an euch bringen. Wenn der Portalschlüssel wie die Schlüssel aus Ferngrab funktioniert, werden wir eine Chiffre brauchen, um ihn zu verwenden. Eine Chiffre. Ja, tja, dann spüre ich, dann verprügle ich halt so lange, dann mache ich die Batman-Methode. Ich verprügle so lange Leute in dunklen Gassen, bis mir irgendjemand verrät, was ich wissen möchte. Das wird schon klappen. Wir werden weitere Kultisten suchen. Hier die Standorte, die meine Speer in den Totenländern gefunden haben. Ich würde vorschlagen, dass ihr im Karg anfangt.
Sucht einen Schlüssel und das Portal. Danach treffen wir uns, bevor der Angriff beginnt. Und nehmt die Daedra-Ratte mit. Ihr Geruch widert mich an. Irgendwie sind die Daedra ganz schön, sie sind sehr empfindliche Nasen, ne? Sterbliche riechen kacke, die Daedra-Ratte riecht. Also, das mögen sie überhaupt? Also das Parfüm-Business bei Daedra muss richtig hart sein. Arox? Wo ist denn jetzt? Achso, der Nee. Arox? Laut Karte ist er. Da. Wow. Der Quest weiß sowas von überhaupt nicht richtig. Lasst uns diese sterblichen Kultisten suchen und ihnen den Rest geben, Herren. Danach können wir Rache an diesem verräterischen Nogfrost nehmen. Ohne Rache. Ich habe mit dem Typen überhaupt nichts zu tun. Ich meine, das Haus Hexus hätte bestimmt was gegen ihn und generell überhaupt. Aber ich persönlich? Also ich meine, bis jetzt hat er wirklich nur seine Pflicht mir gegenüber erfüllt. Also anders. Ich bin ihm in Erfüllung seiner Pflicht begegnet. Aber das ist ja nichts Persönliches. Also da kann ich durchaus drüber hinwegsehen. Ich meine, wenn er tut, was er tut, so sei es. Ich meine, ich tue ja auch was, um uns zu retten. Ich meine, wir spielen ja beide die Rolle in diesem Schauspiel. Und da kann ich ihn jetzt echt nicht für böse sein. Also mir gegenüber war er jetzt noch nicht besonders grausam oder irgendwie über den normalen Konflikt hinausgehen, ne? Na gut, aber erst Schwester Sedina, Novgorod danach. Wie ihr wünscht, Herrin. Ich bleibe weiterhin in eurer Schuld und tue, was ihr befehlt. Meine Nase wird uns leiten, mein Zorn wird uns antreiben und meine Wut wird die Kultisten versteinern lassen. Aber sicher doch. Nein, komm rein. Gehen wir auf die Jagd, Herren. Wir müssen 3 Kultisten ständig suchen. Warte mal, wir können ja mal außenfalls tatsächlich durchs Portal laufen, weil es jetzt... Das hier geht nach Nürn, ne? Leerwien, ne? Okay. Londa Flacius. Den könnte man sogar umbringen. Irgendwie... dieser Wüstenscham... Oh, was ist das denn? Rien-Navigator? Wo könnt... Noch eine Sterbliche, die nicht weiß, wie sie dorthin kommt, wo sie hin will? Rie ist schockiert. Rie spricht natürlich im Scherz. Rie ist nicht schockiert. Ihr habt allerdings Glück, denn Rie ist gewillt, euch zu zeigen, wohin ihr wollt. Das würde mich jetzt interessieren. Er heißt der Navigator. Also er hat ja zwar kein physisches Schiff hier. Können wir ja nicht rausspringen hier? Nee. Er hat zwar kein physisches Schiff hier, aber ich frage mich, ob das als Schifffahrt zählt für... Ich glaube, Bastian mag keine Schiffsfahrten, oder? Warte, wir können das ja mal kurz ausprobieren. Ah, ich kann mich ja für Geld teleportieren. Wenn warte, man warte. Bedenkt, wie unzu... Ja. Warte, ich gehe mal nach Gratwald. Ich will jetzt mal sehen, ob Miri das trotzdem doof findet, weil das technisch gesehen als... Obwohl, warte mal, nach Gratwald kann das gar nicht als Reise zählen, ne? Also als Schiffsfahrt, weil Gratwald hat kein Wollen Meer. Wollen wir die lokale Küche kosten? Ich verhungere gleich. Ich find's geil, dass wir jetzt einfach nichts stehen, ne? Also, das ist halt... Das ist ein Portal ohne Wiederkehr. Wo ist das hier? Das geht nach Senchal? Dunkelforst? Westliches Himmelsrand? Diese Karte ist es! Also wenn noch 10 DLCs rauskommen, steht hier bald der ganze Wald voll mit irgendwelchen Karren! Das ist ja... ja, gut, Na schön. Okay, dann laufen wir jetzt den weiten Weg wieder zur Position raus. Na gut. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwelche Kultisten aufmischen können. Aber beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ja. Deshalb müsst ihr auf eure Schritte achten, während ihr auf den Plattformen seid. Wie sind die denn? Egal. Mir fällt übrigens ein, es gibt noch eine Weihnachtsquest, die ich machen wollte. Naja, nicht wirklich machen wollte, aber die ich noch machen könnte. So, die Kultisten stehen. Okay, das ist die erste. Gehen wir da hin. Bis dahin. Ciao.